Boi, ich will doch nicht jeden hier anrempeln, Mann. Mach das doch nicht einfach so. So, wird's dunkel? Sieht aus? Nee, da hinten, da, auf einer Seite ist es blau und auf der anderen Seite. Ich weiß noch gar nicht, ob hier Tag-Nacht-Wechsel ist momentan, weil irgendwie habe ich noch keinen. Lol. Das war aber noch ein schneller Zugriff, ey. Tja, ihr braucht keine Angst zu haben, ich habe die Diebe erledigt. Ich hab sie erledigt. War schneller. Ja, aber jetzt scheint es schon irgendwie so ein bisschen. Also, das gefühlt wird es dunkel, oder? Wie die immer austicken, ne? Gefühlt wird es dunkel. An manchen Stellen. Hier ist es dann nochmal gefühlt heller, aber. Man sieht hier auch nichts am Himmel, keine Sonne oder sonst irgendwas. Sieht aber blauer Himmel. Meine Taschenuhr vergessen. Geh mal rüber. Ich weiß es echt nicht. Es wird irgendwie nicht dunkel hier. Das hier war doch das erste Dorf, oder? Könnten wir vielleicht beim Apotheker noch mal was herstellen? Gewehrkugeln zum Beispiel. Oder? Sind wir hier? Ja. Könnten wir mal noch gucken. Nee, warte, wo bin ich denn? Ah, da, ne? Da müsste der Apotheker sein. Kann ich vielleicht auch hier die Tageszeit verändern? Karma, plus zwei. Oh, und dann haben wir auch noch mal zwei andere Punkte. Berühre das Banner. So, jetzt gucken wir mal. Ja, nö. Ah, vorher konnte ich an den Bannern ja auch irgendwie drauf zugreifen und dort Schnellreise oder Ausrüstung auswählen, aber das geht ja jetzt auch nicht mehr, ne? Ich habe keine Ahnung. Wie kann ich dir helfen? Herstellen. Ja. Wie viel kann ich denn machen? 9. Machen wir mal. Wunderbar. Mehr können wir eh nicht mitnehmen. Die Dinger haben hier irgendwie noch gar nichts genutzt, ne? Weil die blocken das alles. Puh, aber ich habe keine Ahnung, welche Tageszeit es ist. Feuerwetzstein. Machen wir Wunderbar. nochmal 3. Lehmwetzstein könnten wir auch mal noch 2 Kann ich machen. noch was für dich tun? Giftwetzsteine. Auch 3. Ne, 4. So. Gut. Heilelixier. Können wir auch Kann nochmal ich noch was machen. für dich tun? Und dann sind wir erstmal zufrieden, ne? Würde Komm ich sagen. jederzeit wieder. Ja, gerne. So, das heißt, jetzt haben wir noch mal haufenweise Zeug. Schadenfall, Erfahrungsgewinn. Ja, gut. Das ist zwar minimal schlechter, aber es hat dafür mehr Buffs. Weitaus mehr Buffs. Hier haben wir nichts Besseres. Ja, okay, doch, hier haben wir was Besseres. Sehr schön. Und dann haben wir hier halt nochmal die Gegenstandssets-Teile. Dann machen wir hier diese ganzen Dinger drauf, ne? Gift. Zack. Da sind die Buffs. Da würde ich vielleicht einen Kraftwirkstoff noch eher gegen das Heilelixier tauschen. Ups. Und dann vielleicht hier noch den Buff. Verwende, um vorübergehend mehr Schaden zu verursachen. Ne, warte mal, den Schadensbuff, den wollte ich eigentlich da oben drauf lassen. Wo ist denn der? Die Regenerationsrate zu erhöhen. Verwende, um vorübergehend mehr Ki-Schaden zu verursachen. Ach so, das sind alles Sachen, die mich buffen. Dann würde ich den mehr Schaden. Nein, nicht da drauf, Mann.
Wie konnte ich denn das jetzt auswählen? Eigentlich da drauf, auf welches ich gehe. Ach so, ja, so. Dann machen wir hier das Rote drauf. Und das Gelbe ist vorübergehend mehr Kieschaden zu verursachen. Das machen wir dann auch hier drauf. Und das Lilane, was ist das? Verwende, um vorübergehend die Ki-Generationsrate zu erhöhen. Ja, ne? Machen wir dann hier hin. Gut. Alles klar. Dann haben wir hier nämlich auch mal ein bisschen was zu buffen. Kann ja nicht schaden. Ganz im Gegenteil. Kann uns nur helfen. Aber wir können auch noch nicht mit den Bewohnern interagieren oder so, weil es muss ja auch gehen, dass wir unsere Beziehungen stärken können und Leuten eben auch Geschenke machen können. Und das muss ja auch irgendwann kommen. Ich denke, wir sollten vielleicht in der Story weitermachen. Ich weiß nämlich halt ja wirklich nicht, wann es endlich Nacht wird. Oder ist nochmal ein Zufallsereignis? Wem soll ich denn hier überhaupt helfen? Achso, dem Samurai hier. Oh, 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 Kollege, so nicht. Stirb doch endlich, Mann. Oh, hat er den Samurai getötet? Sollte ihm nicht helfen. Anscheinend. Alter! Belicht Uchigatana, einfache Dorfbewohner, raffinierte Sandalen und medizinische Pille. Ja, ich konnte ihm nicht helfen, sonst hätte ich wahrscheinlich von ihm auch noch eine Belohnung bekommen. War ich zu schlecht. Zu langsam. Okay. Dumm gelaufen. Hätte ich mal so sagen. Aber ja, es bleibt irgendwie blau, ne? Der Himmel bleibt blau. Weiß nicht. Ja, wenn das rote, das. Ja, komm. Wir gehen jetzt einfach mal. Achso, das da haben wir noch gar nicht. Da müssen wir nochmal dorthin laufen. Egal. Weil, ja. Sonst kommen wir gar nicht mehr voran. Ich hätte es gerne gemacht, aber geht halt gerade nicht. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Hier unten komme ich gar nicht hin, oder? Ja doch, ne, hier kann ich nicht rüber. Doch. Die sind ja jetzt nicht mehr da, die haben wir ja besiegt, oder? Ne, wir hatten das Banner, aber... Ja, aber gut. Das ist ja... Ne. Ah doch, ja genau. Wir haben ja hier die Unruhen gelöst schon. Stimmt. Oh, da unten ist noch Muschel. Oder sowas. Kann man gebrauchen. Holen wir gerne mit. Holen wir gerne mit. Holen wir gerne mit. Da können wir hier auch noch ein Banner aktivieren. Begib dich nach Yokohama. Das sind wir doch eigentlich schon, oder? Ist das nicht Yokohama hier? Ne, Yamate. Ah, okay. Wo ist denn Yokohama? Keine Ahnung. Das werden wir wohl gleich rausfinden, wo das ist. Da hinten läuft wieder der Kistentyp. Mich würde ja wirklich mal interessieren, was passiert, wenn ich dem einer verbretzel.
Was sind das hier? Kann man die sammeln? Nee. Scheint nicht. Schade. Oh, man kann so viel Zeug sammeln und machen und Kram, das ist ja schon krass. Also es wird auf jeden Fall noch sehr interessant bleiben, glaube ich. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf auf das Game. Also ich finde es mega. Ist echt mega. So, dann hissen wir mal das Banner hier. Bom, trautes Heim, Glück allein. Bindungsstufengrenze. Du hast deine Charaktergebiets- oder Ronin-Bindung ausreichend gestärkt und die Bindungsstufengrenze erreicht. Wenn du versuchst, deine Bindung weiter zu stärken, erhältst du die gleichen Belohnungen wie zuvor. Ah, okay. Das heißt... Bom! Guck mal, da haben wir was. Da haben wir eine Schatztruhe. Aha. Warum ist das jetzt so? Warum krieg ich die jetzt angezeigt? Ah, eine Schatztruhe und eine Fotografie fehlt uns. Fotografie. Mhm. Interessant. Und ein Flüchtiger fehlt uns auch hier noch. Den wir auch nirgends hier sehen, ne? Auf der Karte. Und dann kriegen wir wieder die gleichen Belohnungen oder wie oder so war das irgendwie, wenn ich es weiter stärke, ne? Whatever. Oh, 71er Odachi. Was haben wir hier bekommen? Ah! Oh, ein 62er Zweier. Oh, und das Irrlicht-Uchigatana. Das ist ja auch geil. 72er Stärke. Ich glaube, das nutze ich mal statt den Säbel. Und hier... Ja, ne? Würde ich schon mal sagen. Schon mal besser. Sehr schön. Auch wieder Fortschritte gemacht. Rüstungstechnisch geht's auch rund. Achso, da können wir vielleicht auch mal Sachen verkaufen, ne? Das könnten wir mal ausprobieren. Das habe ich beim Händler gar nicht gemacht. Ah... So, 4 Fertigkeitenpunkte haben wir. Und was haben wir hier? Geschicklichkeitspunkte 2. Charisma-Punkte haben wir auch. Da können wir nämlich hier lügen. Zum Beispiel lernen. Was konnten wir noch lernen? Nix. 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 Ein Satz mit X. Doch, das hier können wir. Bindungsgewinnung. Erhöht die Rate von Gebietsbindungen, die du schließen kannst. Ja, machen wir doch mal. Dann können wir nämlich hier eventuell noch höher kommen. Upsa. Und Intelligenz, da hatten wir auch irgendwo was, wo wir einen Punkt brauchen. Hier Herstellung von Medizin, Redekunst überzeugen oder Herstellung von stärkenden Gegenständen. Redekunst Überzeugung würde ich mal vielleicht anvisieren. Dass wir da nicht nur drohen müssen oder so, sondern auch hier tatsächlich auch ein bisschen quatschen können. Smashing kritischen Treffers mit einer Handfeuerwaffe. Ah ja, stimmt, das war ja das. Und was haben wir denn hier noch so schönes? Verbesserte Gewehrleistung haben wir ja schon. Auffüllen erhöht die Anzahl an aufgefüllten Gewehrkugeln, wenn automatisches Auffüllen aktiviert ist. Anzahl aufgefüllt plus 1. Wo kann man das Herstellen von Kraftausdauer seiner Medizin eigentlich erhöhen? Geht das hier auch irgendwo? Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Das müsste ja dann hier bei Intelligenz sein. Ermöglicht ihr in Geschäften besondere Gegenstände zu sehen? Aha. Die Verbesserung von Ausrüstung benötigst. Ach ja, stimmt, man kann ja auch die Ausrüstung noch verbessern. Das kommt ja auch alles noch. Hier ist das ganze Medizin. Erhöht die Anzahl an aufgefüllten medizinischen Pillen. Ah, ja, da ist es. Dann würde ich sagen, schlagen wir diese Richtung ein. Aber dafür braucht man wieder einen Intelligenzpunkt. Toll. Wucht der Hände. Erhöht, wie stark deine Blutanzeige steigt, wenn du einen Gegner angreifst. Ah, erweiterte Blutanzeige. Das ist, glaube ich, dann das. Wo es leuchtet. Dass du bei Sammelmission zusätzliche Gegenstände findest. Ja, das könnte man eigentlich auch mal mitholen. Zusätzliche Gegenstände sind ja eigentlich nicht verkehrt, ne? Heilungswelle. Komm, dann lernen wir das auch noch gerade. Dann haben wir die Punkte ausgegeben. So, jetzt haben wir aber hier noch was mit der Bindung da. Bindungsboni. Wo ist denn das jetzt? Aha, Titel. Umherziehende Schwertkämpferin. Und was haben wir hier? Ishikawa. Achso, da haben wir nochmal neu. Okay, gut. Das war erstmal durch. Haben also jetzt einen Titel bekommen dafür. Weil wir in der Bindungsstufe aufgestiegen sind. Was
Was haben wir da oben? Waren wir da schon? Nix, ne? Ist ja auch egal. Ziehen wir einfach weiter. Und zwar hier hin. Und das... Und gucken mal, was uns jetzt weiter erwartet, wie es dann jetzt hier weitergeht. Wo ist dein Passierschein? Ja, ich hab keinen. Ohne Passierschein kommt hier niemand durch. Okay. Wo bekomme ich einen her, dann? Für niederes Volk wie dich habe ich keine Zeit. Geh ins Dorf und frag gefälligst dort jemanden. Sehr, sehr freundlich. Der Bursche begibt dich zum Dorf. Dann tun wir das doch mal. Ups. Hab ich den gerade... Ja, sorry. Ich wollte dich nicht umrennen. Das passiert mir ständig. Aber ihr müsst aber auch immer im Weg rumstehen. Eieiei.